Wer bist du und was hast du mit dem armen Pascal gemacht? Lange Kommentare. Kannst du deine Mod-LP einen zentralen Bahnhof bzw. Hafen, von wo aus alles in die Fabrik geht? Also einen bei der Erzverarbeitung, einen... Und dann bei der Hauptbasis und kannst du bitte die zweite Stufe der Erzverarbeitung forschen? Da bekommst du dann auch mehr verschiedene Erze. Und mehr Effizienz. Wo bin ich? Hier bin ich. Ja, werden wir mit Sicherheit irgendwann alles tun. Denke ich. Ich habe ja schon mal angefangen mit der Zugverbindung. Da ist ja schon eine rudimentäre im neuen LP. Aber ich glaube, die seht ihr gerade noch, ne? Weil das ist, glaube ich, noch ein Stück weit weg. Was ist denn hier los? 45 FPS? Das ist aber nicht in Ordnung. Haben mir so eine Mühe gegeben. Naja. Die Fabrik verbraucht halt doch einiges inzwischen. Oh, das würde ich gerne mit im Job sagen. Gehen Sie dort rüber und lassen Sie sich umbringen. Ja, genau. Hier wird neu beladen. Und sobald er voll ist, ich schicke ihn auch gleich wieder unten hin. Hier zu dem Posten, da kann er gleich weiterballern, wenn er lustig ist. Wenn hier passiert ja eh nichts, ne? Hier steht immer bloß, Türme sind im Kampf verwickelt. Aber mehr passiert da auch nicht. Da geht keiner tot. Die kommen, glaube ich, nicht immer so nah ran, um den Posten zu beschädigen. Das ist echt stark. Das ist echt stark. Fertig. 100, 100. Wunderbar. Der fährt auch los. Aber bitte gleich zu Silo 9.1. Danke sehr. So, und wir kümmern uns jetzt darum, dass die Kohle LTN wird. Ja, aber ich meine, da bekommst du auch noch mehr Erz aus einem Roherd. Ja, aber erstmal eins nach dem anderen. Ich musste ja das ganze Ding da erstmal lernen. Stufe 2, 1 zu 6. Okay. Ja, wie gesagt, alles der Reihe nach, in aller Ruhe. Lernen das da quasi. Das heißt, das passiert dann so nach und nach. So, wir machen jetzt hier erst einmal LTN hin. Du verziehst dich, Kohle ausladen. Du bist Geschichte, ciao. Ja, und nu kann das Ganze hier auch weg. Es war eine schöne Zeit, solange wie es währte. Jetzt ist es weg. Das hier ist auch weg. Das hier ist weg. So, ciao Bella. Und jetzt kommt da LTN hin. Wo ist er? Hier, ich habe noch einen einzigen. Oh, der passt hier hin. Das ist wunderbar. Jetzt muss ich dem nur noch sagen, dass der ein Requester wird. Dafür brauche ich erstmal den Kombinator. Die hier mal hier. Komm hier hin, mein Freund. Vielleicht lasse ich ein bisschen mehr Platz hier drüben. Wie muss ich den einstellen? Was war denn Requester? Requester hat man ja zum Beispiel hier. Oder hier. Habe ich den hier richtig eingestellt gehabt? Ich glaube schon. Habe ich gerade auf zwei Züge beschränkt, ne? Naja, gut, macht nichts. Wir kopieren das Ding jetzt hier mal. Fügen den hier ein. Und jetzt statt minus 64... minus 64 rote. Hier muss natürlich jetzt Kohle hin. Die Frage ist nur, wie viel? Momentan sind hier 76.000 drin. Und der Laden ist aber auch voll. Also mehr geht hier auch nicht rein. Na gut, ein bisschen. Ein bisschen geht rein. Aber nicht viel. Von daher wissen wir das eigentlich jetzt schon. 76.000 bloß? Echt? So wenig? Ja, da können wir eigentlich hier, sag mal 80.000 einstellen und mehr geht auf jeden Fall nicht rein, oder? Wahrscheinlich eher weniger. Was ist denn ins weniger? 72.000, ne? Machen wir mal 72.000 Kohle. Kohle hätten wir gerne gehabt. Minus 72.
1000, dankeschön. Gut. Das ist jetzt hier die Anforderung. Wir brauchen jetzt natürlich noch einen arithmetischen Kombinator, der das Signal durchschleift. Hier Kohle mal 1 schleift er durch und gibt die Kohle aus. Sehr gut. Ja, ein paar grüne Kabel wären noch hübsch gewesen. Damit wir hier auch was machen können, ja. Hier, das anschließen, da hinleiten, dann sind die 70.000 Kohle da. Gehen zu dem, gehen hier hin und der geht hier hin. So, das hier ist... Was ist denn das? Verflüssigung... Kohle 2. Irgendwie so. Verflüssigung Kohle 2 ist vielleicht auch nicht richtig geschrieben, macht aber auch nichts. Wichtig ist, der hier kriegt jetzt sein Zeug über LTN und nicht mehr über das andere. Was jetzt noch wichtig ist, ist, dass der hier genauso eingestellt wird. Hier ist irgendwie Herzinfarkt. Achso, ja, weil die alle hier runter wollen. Der will hoch. Achso, der will hier rein. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen hier. Sollte aber eigentlich klappen. Alter, wie viele Kohlezüge sind denn hier? Jetzt wartet der nämlich auch hier. Noch ein Kohlezug. Nein, don't do it. Ja, da. Nochmal ein... Ah, geh weg. Geh weg. Kannst du nochmal warten? Ja. Oh, das Problem. Aber er will nach unten weg. Kann er bloß nicht. Ach, jetzt kann er doch. Sehr gut. Das funktioniert jetzt hier. Wir warten mal ganz kurz, dass das Ding hier voll wird. Büro, noch die Zugmenge beschränken. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist gerade. Ich wüsste auch nicht, auf welche Zahl, weil 2 Züge wird zu wenig sein. Was ich hätte noch machen können, ist mal ganz kurz. Ich muss erst mal testen. Ich weiß bei dem noch überhaupt nicht, wie viele Züge das braucht. Da das ja hier 8 blaue Bänder sind, die hier verbraucht werden. Das ist ja schon so ein bisschen was. Oh, hier. Ist ja schon drauf. Genau. Minus 10 wird hier gefordert. Und passiert hier eigentlich nichts. Zu viel Leichtöl. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist eben ein Problem, mit dem wir dann irgendwann nochmal arbeiten können. Ja, hier stehen sie sich alle im Weg rum. Der will da hoch. Die wollen hier rein. Die können nicht da rein. Nein. Kannst du nicht woanders lang fahren? Kannst du nicht woanders im Weg rumstehen? Jetzt haben sie sich totgefahren hier. Das ist jetzt nichts mehr hier. Die zu. Jetzt stehst du da. Hopp, guck mal. Jetzt kannst du noch ein Stück weiterfahren. Hübsch. No, der kann wieder hier hin. Dadurch ist das jetzt hier frei geworden. Sehr gut. Das ist schon mal perfekt. Was ist dein momentanes Lieblings-LP? Weiß ich nicht, schwankt ein bisschen zwischen Factorio und, Huch, was ist jetzt? Alarm. Ach, hier unten wieder. Irgendwas zwischen Factorio und Rimworld. Je nachdem, bei welchem LP es momentan wie läuft. Infarkt, nee, alles noch gut hier. Wenn jetzt hier der Posten endlich seine Kohle hat, dann geht das auch wieder. Dann können wir nämlich das Ding jetzt hier auch wieder wegreißen. Weil, erledigt. Die Züge können machen, was sie wollen. So, ciao. Das hier hat sich jetzt hier auch erledigt. Danke, hier kommt der nächste LTN-Bahnhof hin. Ich habe ja noch welche. Nur entspannte 10 Stück. Genau, LTN, mein Freund. Kriegt hier nochmal diesen konstanten Kombinator. Da muss ich erstmal von hier drüben wieder klauen. Kann man genau dasselbe klauen, was hier auch eingestellt ist. Bitte sehr. Wir brauchen den arithmetischen.
Der kommt hier hin, der kriegt dieselbe Einstellung wie drüben. Das mache ich jetzt aber kurz mal von der Hand. Weil ich denke, das geht schneller. Gut, grünes Kabel. Von hier kommt der Eingang. Der Eingang läuft hier drauf. Und das läuft hier hin. Und von da aus läuft es dahin, damit man sieht, nichts ist los. Was ist hier los? Achso. Hm? Hier ist irgendwas falsch. Achso, hier ist immer noch eine 0. Wo wir eigentlich eine 1 gehabt haben wollten, genau. Angefordert sind jetzt hier viele. Mist, braucht gleich Züge. Kommt eigentlich auch Staffel 2, 7 Days to Die. Vielleicht irgendwann mal, das kann passieren. Weiß ich aber noch nicht, weil ich noch viele andere Sachen machen will. Und deswegen mal gucken, kann sein, vielleicht aber auch nicht. Das wird sich dann irgendwann mal zeigen. So, was haben wir jetzt? Wir können den jetzt hier erst mal hier lassen, wo er ist. Und holen uns Kupfererz. Wow, hier ist ja die Hölle los. Ja, hier ist ohne mehr so viel los. Noch 5 Millionen sind hier drin. Den hier auf LTN umändern. Das wäre jetzt erst mal das nächste, was wir machen. Dann haben wir nämlich da schon mal Züge, die da agieren können. Hier unten dieser Wartebahnhof kommt dann weg. Wir werden dann noch relativ bald halt einen neuen... ja, den neuen Posten brauchen, den da unten, den wir jetzt schon freigemacht haben. Wo jetzt gerade halt noch der Zug da am Kämpfen ist. Um die Gegner in der Nähe wegzumachen. Sobald die weg sind, können wir dann auch ein bisschen, ja, da was tun. So. Ach ja, jetzt müssen wir denen erstmal wieder sagen. Hier, du. Du machst dich jetzt voll. Okay, das kannst du gerne machen. Dann fährst du nicht zu Kohle warten, sondern du fährst zu... Auch nicht zu Kohle ausladen, sondern du fährst zu... Ja. Fähr. Verflüssiger 1 fährst du bis Inventar leer. Und dann fährst du zu Depot. Und dort, sobald er beim Depot ist, wird er ja sowieso neu programmiert, denke ich. Das heißt, das sollte gehen. Gut. Das hier kann ich mal kopieren. Das können nämlich die anderen hier auch so machen. So, du und du auch. Ach so, oh. Das war doof. Ja. Entschuldigung. Gut, du kannst hier gleich zum Verflüssiger fahren. Du kannst auch zum Verflüssiger fahren. Kohle warten. Achso, du bist ein anderer hier. Einfügen. Jetzt machst du zu Verflüssiger, dann machst du zum Depot, genau. Du dasselbe. Verflüssiger, danke. Du auf zum Verflüssiger. Richtig, sehr gut. Die laden sich da jetzt alle ab. Und danach fahren sie zum Depot und dann sollten sie nicht mehr hier dazugehören. Ach, moin, du hier. Mensch, hier, mach dich gleich zu Silo 9-1. Da wurdest du auch gebraucht. Hier braucht dich keiner. Wie weit ist Terra in Surviving Mars? Noch nicht besonders weit. Wir haben beide zusammen eine Kuppel gebaut. Und da sind noch keine Leute drin. Weil wir haben zusammen angefangen. Wir spielen das zusammen. Da werden wir wahrscheinlich morgen dann irgendwann weitermachen, denke ich mal. So, wie viele Züge habe ich jetzt hier noch? 6. Wie viele haben wir hier? 2 noch. Die sind beide halt noch bei Kohle ausladen. Hier, du fährst. Achso, ja, das ist interessant jetzt. Hier, fahr zum Depot. Fahr zum Verflüssiger und dann zum Depot. Hat das nicht geklappt? Wo kommst du denn her? Verflüssiger. Und dann Depot. Du bist doch leer. Hier, komm, mach mal. Geh gleich zum Depot. Du auch direkt zum Depot, bitte.
Warte mal, ich muss den Halte, hier. Bei Inaktivität halten muss ich einstellen. Ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Hier, Inaktivität, 5 Sekunden halten. Okay, das kopieren dich auch. So, bei dir sagt man das jetzt auch. Du, genau, machst das hier weg. Gehst dann ausladen. Bei Verflüssiger 1 gehst du ausladen, Inventar. Hier, leere Frachtladung und dann gehst du zum Depot. Und dort machst du einfach Inaktivität, 5 Sekunden. Okay, gut. Auf zu Verflüssiger. Ihr macht sowieso gleich zum Depot, genau. Du auch. Super. Haben wir jetzt hier schon wenig, ja? Jetzt haben wir hier bloß noch 3, ja? Sehr gut. Dann wird hier der Wartebahnhof vielleicht auch langsam leer. Das wäre gar nicht schlecht. Okay, du bist hier. Genau, du brauchst hier eine Inaktivität. 5 Sekunden. Dankeschön. Auf zum Verflüssiger, dann zum Depot. Und dann bist du hoffentlich weg vom Fenster. Das wäre nicht hübsch. So, du fährst zum Depot. Jetzt gucke ich mal, ob das auch funktioniert. Der fährt hier zum Depot. Das ist schon mal ganz hübsch. Lag? Ja, stimmt. Lag. Mein Internet hat gesponnen. Ich sehe es gerade. Irgendwelchen Gründen spinnt mein Internet hier gerade rum. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder. Ansonsten muss ich es mal neu starten oder so. Gucken. So, er kommt jetzt hier hin. So, dem fügen wir das ein. Ups. Weg, weg, weg. Weg. Du fährst zu... Du hast Kohle an Bord. Ich hab's genau gesehen. Kein Ölaußenposten hier. Du fährst so Verflüssiger 1. Dort bist du, bis dein Inventar leer ist. Und dann machst du dich zum Depot. Und dort wartest du bis in Aktivität. Okay. Go. Wer nuckelt an der Internetleitung? Niemand. Das ist einfach meine Internetleitung gerade. Hat sie schon das Event geschafft? Wenn ja, welches ist es? Und auf welchen Schwierigkeitsgrad spielt ihr? Stream? 1 bis 3 Wartesekunden. Ja, genau, sonst fahren sie durch. Ich weiß nicht, wer hier gerade an der Leitung wackelt. Keine Ahnung. Hier haben wir noch einen Zug, der im Wartebahnhof feststeckt. Und hier haben wir auch noch einen Zug, der im Wartebahnhof feststeckt. Gut. Dann kopieren wir den mal und fügen den hier oben hin. Keine Ahnung, oder? Ja, machen wir mal so. Machen wir jetzt hier oben hin. Du da. Dahin, Dankeschön. Kohleposten 2.1. Du verziehst dich. Hier kommt jetzt LTN hin. Und der heißt Kohleposten. Kohleposten. 2.3. Ja, 2.3 müsste sein. Dann haben wir hier natürlich unseren Freund. Und wir müssen hier einstellen, was wir auch immer bei Ärzten einstellen. Kann ich hier oben einfach mal gucken. Das hier, bupp, wurde da eingefügt. Danke sehr. Kriegt dieses Signal hier. Das Signal geht weiter und das Signal kommt hier hin. Und sofort sind 2 unterwegs und wollen Zeug abholen. Das ist nett. Das Ganze machen wir jetzt hier auch nochmal. Im Chat wird gerade geschrieben. Kleinen Moment. Bin gleich soweit. So, ihr geht hier hin. Das ist nett. Du kommst weg. Und du kommst hier hin und sagst... Bla bla. Genau. Pyro, hör auf, HD-Filmchen zu ziehen. Mensch, ich lade hier doch HD hoch. Ist aber echt schlimm, 3800 ausgelassene Frames. Kommt ja gerade nicht bei euch an, oder? Kommt morgen ein Stream von Surviving Mars oder Anno oder was anderes oder... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt morgen genau gar kein Stream. Weil ich ja Haufen Arbeit habe. Aber... Ja, mal gucken. Also ich würde mich jetzt erstmal nicht drauf verlassen, was
war jetzt, was wollte ich mitgemacht haben? Ach, Kohleposten 2.4 ist hier. Kohleposten 2.4. So, danke sehr. Das Ding hier drüben tun wir einfach mal kopieren. Und dann kommt das hier hin. Da, wunderschön. Der kriegt dieses Signal hier. Hier ist richtig eingestellt. Sieht gut aus. Der geht hier hin. Sauber. Und 5 Züge wollen hier hin. Verrückt. Hier ist so viel Zeug drin. Naja, 45.000, ja. Hier ist ein bisschen was drin. Ich glaube, hier ist nix. Nee, hier ist nix. Okay. Gut, kann sie jetzt holen. Pyro reißt das Stück von der Kohlebeladung für die Treibwagen ab. Oh ja, ja, ja. Sollte ich. Stimmt, stimmt. Dankeschön. Das hat sich ja erübrigt. Die kriegen ja alle jetzt ihren Treibstoff beim Depot. Von daher brauchen wir das nicht mehr. Stimmt, ich habe mich schon gewundert, was das war. Und warum? Das macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Hier kommt ein Zug. Hübsch. Stecken die jetzt eigentlich immer noch fest, die beiden Züge? Ja, die stecken immer noch in der Haltestelle fest. Und kommen da auch wahrscheinlich demnächst nicht mehr raus. Weil ich dafür erst den anderen Kohleposten auch noch umändern muss. Ist der LTN-Kombinator falsch übersetzt? Es steht Stapel drin, aber sind wohl keine Stacks gemeint. Zumindest wenn ich 5k als Grenze einstelle, kommt insgesamt ein Tod zustande. Okay. Kann ich das Spiel laden? Ich kann das Spiel laden. Okay, das ist gut. Oder? Ja, laden wir mal. Ein Zug ist angekommen. Moment, was ist hier jetzt los? Du musst zum Depot. Hier, in Aktivität. Flüssiger Depot, los. Und kopiere dich. Dich einfügen. Genau. Auf zum Depot mit dir. Hier. Du kriegst das auch. Bis in Aktivität. Dankeschön. Du auch. Bis in Aktivität. Kopiere das. Mach dich zum Verflüssiger. Okay, jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal tun, weil ich mich gerade habe über den Haufen fahren lassen und es doch nicht so zeitnah gespeichert hat, wie ich das gerne gewollt hätte. Naja, schade. Gut, wir ändern den jetzt hier hinten hin. Was? Nee, nicht LTN. LTN doch nicht. Ach, mach einfach Q. Mach doch einfach Q, Büro. Das funktioniert hier. So, Kohleposten 2.1, der kommt weg. Da kommt wieder LTN hin. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, weil wir doof waren. Ja. So ist das manchmal. Dazu müssen wir zuallererst wieder von hier oben den Kombinator uns klauen. Wo ist er? Hier. Der kommt hier hin. Kriegt das Signal von hier, leitet es weiter an ihn und er geht hier hin. Und dann bist du Kohleposten 2.3. Posten 2.3. Keine Ahnung, warum jetzt hier keiner was will. Achso, weil zu wenig da ist. Du bist wunderbar. Hier, mach dich weg. Du gehörst nämlich zu... Nee, nicht zu Ziegelstein. Zu Depot gehörst du. Ja. Und da bist du bis in Aktivität. So, viel Spaß da. Genau, das Ding hier kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Komplett weg. Das hier ist ja jetzt, ja, das macht da seine Sache. Dann müssen wir das jetzt hier noch tun. Du da. Hier hin. So, kopieren. Einfügen. Danke. Der hier unten weg. LTN dahin. Und den Kombinator auch dahin. Den klauen wir uns jetzt wieder von hier drüben. Fügen den ein. Und burp, 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 burp. Sehr gut. Zwei sind schon unterwegs und wir sagen dem jetzt hier auch noch Kohleposten 2.4. Ja, 2.4 müsste das sein, genau. Sind zwei Züge hin unterwegs.
So, an den Bahnhöfen steht jetzt hier noch keiner. Sollten aber welche unterwegs sein? Nein. Weil hier ist bloß noch einer. Hier sollte jetzt gleich einer kommen. Sobald der ausgeladen hat hier. Ist schon unterwegs. Ist in der falsch untersetzt. Steht Stapel drin. Aber es sind wohl keine Stacks gemeint. Zumindest wenn ich 5k als Grenze einstelle, kommt insgesamt 5k an Items und keine 5k Stacks. Weiß ich nicht, weil ich habe hier zwei verschiedene. Ich habe Mindestmenge für Angebot und Minimum Stapel für Angebot. Ich würde schon sagen, dass ein Stapel ist, weil ansonsten macht die Minimummenge ja keinen Sinn. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, nicht hundertprozentig sicher, ich bin mir gar nicht sicher, weil ich es nicht weiß. Aber ich hätte gedacht, das müsste eigentlich passen. But who knows? Gut. So, jetzt haben wir das wieder so weit, wie es hier vorne zwar war. Hier muss ich auch nochmal die Kohleanbindung. Hier die extra, die braucht man nicht mehr. Kann weg. Hier oben auch, danke. Ein Zug ist angekommen. Oh, ich bin für einen Tod verantwortlich. Zum Glück habe ich kein Gewissen. Büro, im Straßenverkehr sollte man nicht aufs Handy achten. Sonst wird man von Zügen überfahren. Ja, das stimmt. Sind ausreichend Radaranlagen aufgestellt? Sollten eigentlich. Nimm noch die Radarmod mit rein, falls du möchtest, weil du magst ja keine Mods. Ich muss mal gucken, also es geht ja noch. Alter, das Internet. Das hackt doch schon wieder, ne? Ah, Lesefehler. Brille putzen hilft. Wo ist Lesefehler? Warum? Was habe ich falsch gelesen? Naja, wird schon gehen. Bob, wo machst du hin? Du gehörst nicht hier hinzu, ne? Nein. Ihr macht euch voll. Fracht ist 8000. Ist voll schnell beladen, ne? Doppelseitig, geht ab. Ja, ziemlich stark. Ja, ich sehe es auch. Das ist echter Wahnsinn. Ich werde vielleicht gleich mal das Internet neu starten müssen. Dann werde ich aber wahrscheinlich den Stream auch neu starten müssen und da habe ich gerade nicht so eine Bock zu. Die da oben könnte man mal wegputzen. Ach, ich habe mich verlesen mit dem LTN-Kombi. Ah, okay. Hallo, kannst du mich bitte mal grüßen? Schönen guten Abend, Harald. So, schönen Grüße. Kann ich machen. Nur, was nützt es dir? Bulkloader sind schneller. Ja. Das glaube ich. Aber haben wir keine im Spiel. Achtung, Zug. Da haben wir extra hier diese Strecke gebaut. Jetzt ist da kein Zug mehr unterwegs, ne? Naja gut, doch. Okay, hier ist doch noch ein bisschen Betrieb ist ja schon noch. Aber das passt hier. Hier ist alles frei. Ja, das gefällt mir gut. Jetzt machen wir hier drüben halt auch noch frei. Da haben wir aber kein Problem, wenn du den Stream neu startest. Lags sind eher das Problem. Ja, ich sehe schon. Das ist doch echt schlimm. Du hier.